Der Sünder vom Ostermontag wurde gestern von der Verbandsspruchkammer freigesprochen. Der Ex-Hamburger also als positive Überraschung im Team der Arminen. Damit hatte er wohl selbst nicht gerechnet. Der Blick zurück. Vor 5 Tagen gewann Bielefeld in Salmrohr 2:1, musste aber ab der 28. Minute ohne Bode spielen. Nach dieser Aktion mit Kuhnen sah er rot. Herr Minder, Björk Bode ist gestern Abend freigesprochen worden vom Sportgericht. Hat Sie das Urteil überrascht? Nein, ich habe das im Laufe der Woche natürlich mitbekommen, wie das hier vorbereitet worden ist. Und ich denke, da ist gute Arbeit geleistet worden vom Management her. Insofern war es für mich keine große Überraschung. Der Gegner heute, Wuppertal, zuletzt mit 7:1 Punkten. Respekt vor dem heutigen Gegner? Wir haben vor jedem Gegner in der Liga Respekt. Das hat nichts mit Wuppertal zu tun. Oder wir haben genauso vor Bocholt, vor Edenkoben, Essen Respekt, wie auch heute vor dem Gegner. Positiv immer auf der Alm der Zuspruch der Zuschauer, der 12. Mann, das Publikum, knapp 10.000 waren es heute. Bielefeld in Weiß von rechts nach links, ohne die verletzten Eck und Wuckel, aber mit gesundem Selbstvertrauen. Dörfel auf Bode, über links, gegen Zilles, aber Richter ohne Probleme. Bode von vielen Bundesligisten umworben, er hat aber noch einen Vertrag bis 96. Der Beginn insgesamt etwas verhalten in der ersten Viertelstunde. Viel Leerlauf Wuppertal mit dem ersten Angriffsversuch. Knut Hartwig aus 14 Metern, der war für die Hochalm. Hartwig vertrat den verletzten Klaus. Viele Zweikämpfe in der Anfangsphase. Germann erkämpft sich hier den Ball. Und den haben einige schon drin gesehen, aber es gab nur Ecke, die brachte nichts ein nach 18 Minuten. Frank Germann sorgte auch für die nächsten Höhepunkte, setzt sich schön durch gegen Broos, nicht zu halten, immer noch Frank Germann. Der Pfosten rettet nur 2 Minuten später. In der Zeitlupe nochmal schön zu sehen, Germann nicht energisch genug angegriffen von der Wuppertaler Abwehr. Die Gastgeber wurden Mitte des ersten Durchgangs wesentlich stärker, Thomas von Hesen. Auf seinen Mannschaftskollegen Fritz Walter völlig frei. Carsten Hutwelker kloppt den fast noch selber rein. Fritz Walter, sein erstes Spiel von Beginn an auf der Alm nach seiner 6-monatigen Verletzung. Die Arminen haben ja bekanntlich lange gebraucht, eine Einheit zu werden. Jetzt läuft es 28:4 Punkte in Folge. Freistoß, Frank Germann, Richter, wenn Schulz heute Nacht so schlägt wie Germann, schießt, na dann gute Nacht, George. Von Wuppertal nichts zu sehen, Sturm und Weber, von Qualle und Kollenberg völlig abgemeldet, es ging nur in eine Richtung. Bode, Thomas von Hesen, das 1:0, 5 Minuten vor der Pause. Wichtig, dieser Treffer noch vor dem Wechsel, längst überfällig. Noch einmal das Zuspiel mit Übersicht von Jörg Bode, genau richtig gespielt von Hesen mit der Führung. Die Gäste nur einmal echt gefährlich vor dem Bielefelder Tor. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Sturm mit diesem Kopfball, aber Alexander Ogrinsch ohne Probleme. Er bekommt ja schwere Konkurrenz durch die Fehler Neuverpflichtung. Miletic 1:0, der Pausenstand. Beide Mannschaften unverändert im zweiten Durchgang. Ecke Broos, Ogrinsch mit einer Unsicherheit, mit einigen Schwächen eher in der Strafraumbeherrschung. In dieser Szene aber noch attackiert vom Libero des WSV, Franicek Straka. Unkorrekt, wie man sagen muss. Die beiden Spielabschnitte ähnelten sich in den Anfangsphasen chancenarm. Thomas von Hesen mit diesem Versuch nach einer Stunde. Werner Fuchs, der Trainer des WSV, forderte jetzt mehr von seiner Mannschaft, endlich Initiative. Aber was kam dabei raus? Schonkost gestochert. Wenn es gefährlich wurde, dann waren immer zwei Spieler beteiligt. Zum einen Thomas von Hesen und Fritz Walter. Versuch eines Fallrückziehers und der Nachschuss von Dörfel. Die Zeitlupe, das wäre ein typisches Walter-Tor geworden. 20 Minuten vor dem Ende wechselte Werner Fuchs aus. Erdgen kam für Weber, der heute äußerst blass blieb. Und Franicek Straka, der Rückhalt der WSV-Abwehr, musste ebenfalls verletzungsbedingt gehen, wurde durch Stäub ersetzt.
Auch Bielefeld hatte ausgewechselt. Timani war für Walter gekommen und weiter im Vorwärtsgang. Frank Germann in der Mitte kommt nicht richtig hinter den Ball. Noch einmal diese schöne Aktion. Germann heute einer der besten Armin. 15 Minuten vor dem Ende. Diese Szene. Handspiel von Zilles. Nicht gesehen von Schiedsrichter Schäfer. Aber Zilles mit diesem Fehlpass. Bode. Überzahlspiel der Bielefelder. Stuttrucker etwas überhastet. Da hätte er noch mal querspielen können. Daraus muss man einfach mehr machen. Das 1:0 jetzt schon etwas schmeichelhaft. Hier noch einmal das Handspiel von Zilles. Kurz vor dem Ende Freistoß für die Arminia. Geideck, der sucht den langen 2:0. Martin Kollenberg, der Kapitän, der kürzlich erst für ein Jahr verlängerte mit der Entscheidung. Da fehlt natürlich der andere lange Frantijek Straka bei solchen Standardsituationen. 2:0 auch der Endstand, besonders in der zweiten Halbzeit kein großes Spiel. Aber mit einem verdienten Sieger, dem Aufstiegsaspiranten Nummer 1 Arminia Bielefeld. Wir wollen einfach konsequent weiterarbeiten und das haben wir getan, haben eine gute Serie hingelegt und ich denke mit der Euphorie auch hier mit den Zuschauern sind wir sehr gut dabei im Moment.